Nach gescheiterten Tarifgesprächen mit dem S-Bahn-Betreiber Transdev will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, streiken. Betroffen wären die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn. Zu den Bahnstreiks sollen Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten aufgerufen werden. Wann der Warnstreik stattfinden soll, ist noch unklar. Der Termin soll laut GDL aber rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Gewerkschaft fordert einen Inflationsausgleich und eine geringere Belastung für die Mitarbeiter.